Hallo zusammen. Heute nehme ich dich mit auf eine Stadtbesichtigung durch Rodenburg ob der Tauber. Diese Stadt soll einiges zu bieten haben und ich bin schon gespannt, was mich erwartet. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Anschauen vom Video und wenn dir mein Video gefällt, gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Gestartet bin ich meinen Rundgang durch die Sehenswürdigkeiten von Rodenburg ob der Tauber beim Rödertor, da es sich in der Nähe von meinem Parkplatz befand. Für das Tagesticket auf dem Parkplatz habe ich übrigens 6 Euro gezahlt. Beim Rödertor findest du auch kostenfreie öffentliche Toiletten, die sogar sauber waren. Da ich als erstes die Schneeballen probieren wollte, weil mich die Anreise hungrig gemacht hat, bin ich entlang der Rödergasse zum Röderbogen und Markusturm gelaufen, um dann die Bäckerei Striffler anzusteuern, die mir für die Schneeballen empfohlen wurde. Auf dem Markusturm gibt es übrigens ein Storchennest, bei dem du im Frühjahr die Störche beim Brüten beobachten kannst. Die Rodenburger Schneeballen sind eine traditionsreiche Spezialität, die bereits seit dem Mittelalter zu Hochzeiten und festlichen Anlässen oder auch als Fastengebäck in Franken und Oberösterreich gebacken wurden. Sie bestehen aus einem mürben Eierteig und werden in einem sehr hochwertigen pflanzlichen Frittierfett ausgebacken. Als erstes muss ich natürlich einen der berühmten Schneebälle probieren. Ich habe mich für einen Schneeball mit Krokant entschieden und bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Richtig gut. Richtig lecker. Wenn du also nach Rodenburg kommst, solltest du auf jeden Fall einen Schneeball essen. Nach der Stärkung habe ich der Kirche St. Johannes einen Besuch abgestattet, die sich direkt neben der Bäckerei befindet. Des Weiteren findest du hier auch das mittelalterliche Kriminalmuseum, eine besonders beliebte Attraktion in der Altstadt von Rodenburg ob der Tauber. Hier kannst du so einiges über die europäische Rechtsgeschichte erfahren und Folterinstrumente wie Schandmasken, Daumenschrauben und Streckbänke oder auch Keuschheitsgürtel bestaunen. Das Museum ist untergebracht im einstigen Johanniterkloster und direkt neben der Kirche St. Johannes. Es ist sowohl gruselig, was damals so alles gemacht wurde, aber auch höchst informativ. In meinem Video über die Sehenswürdigkeiten von Rodenburg ob der Tauber fasse ich mich mit den Hintergrundinformationen zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten eher kurz, da es sonst zu lang werden würde. Wenn du mehr Infos zu den einzelnen Attraktionen möchtest, kannst du diese auch gerne in meinem Blogbeitrag nachlesen, den ich dir in der Beschreibung verlinke. Der wohl beliebteste Fotospot in Rodenburg ob der Tauber ist das Blönlein. Obwohl viele glauben, dass mit dem Blönlein das gelbe Fachwerkhaus vor dem Eingang zum Spitalviertel gemeint ist, ist dem nicht so. Tatsächlich steht dieses krumme Haus nämlich im Zentrum des Blönleins. Die Übersetzung vom Begriff Blönlein steht tatsächlich für kleiner Platz am Brunnen. Zum Blönlein gehören auch der Siebersturm und der Turm des Kobolzeller Tores, die Bestandteil der alten Stadtmauer sind, dazu. Bevor ich mich der Stadtmauer widme, möchte ich noch einen Funfact mit dir teilen. Das Blönlein ist weltbekannt und bot oftmals die Vorlage, um die typische mittelalterliche Architektur in Europa darzustellen. So erschien es bereits im 1940 veröffentlichten Walt Disney-Klassiker Pinocchio. Des Weiteren taucht es im Videospiel Tekken Tag Tournament 2 oder auch in Comics bzw. japanischen Mangas auf. Für mich war die Stadtmauer und der Turmweg eine der schönsten Sehenswürdigkeiten in der Altstadt von Rodenburg ob der Tauber. Hier kannst du einen ersten Eindruck der historischen Altstadt bekommen und auf einer Länge von 4 Kilometern teilweise entlang von Wellengängen die alte Stadtmauer und den Turmweg mit ihren tollen Aussichten erkunden. Auf dem Stadtmauerweg passierst du unzählige der Türme und Tore und jeder hat seine eigene Bedeutung und Geschichte. Zum Beispiel gelangst du vom Galgentor über die Köppleinswiese, auf der einst ein Galgen stand. Der Turm Kummereck wurde am meisten bedroht und hat daher seinen Namen und im Pulverturm wurde das Schießpulver gelagert. Des Weiteren hast du auf dem Turmweg wunderschöne Aussichten auf die Altstadt von Rodenburg und kannst auch bereits die Jakobskirche sehen.
Besonders für Familien mit Kindern lohnt es sich, beim Klosterturm den Turmweg zu unterbrechen und auf die andere Seite der Stadtmauer zu gehen. Dort gibt es nämlich einen kleinen Spielplatz, an dem die Kids ein bisschen toben können. Des Weiteren gibt es dort eine Bank mit einer tollen Aussicht. Diese Bank habe ich genutzt, um die Aussicht über das Taubertal zu genießen und bin dann weiter zum Burggarten gelaufen. Wenn dir mein Video bisher gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und wenn du mehr Reisevideos von mir sehen möchtest, abonniere meinen Kanal bzw. schau dir meine bereits veröffentlichten Videos an. Hier findest du bereits Videos von Städtetrips nach Bamberg, Nürnberg, Würzburg und Hof und einige Wandervideos. Eine Burg gibt es in Rothenburg leider nicht mehr. Diese soll im Jahr 1356 durch ein Erdbeben zerstört worden sein. An der Stelle, an der früher die Burg war, erstreckt sich heute der malerische Burggarten. Er ist eine grüne Oase, die ebenfalls wunderbare Ausblicke bietet. Den Garten prägen alte Bäume und weite Rasenflächen und hinter dem Gärtnerhaus befindet sich ein Figurenbeet mit tollen Statuen. Eine Schautafel informiert übrigens über die einstige Burganlage der Staufer. Des Weiteren erinnert eine Stele an die Zeiten, als der Staufenkaiser seine Kontrolle über die Reichsstadt wahrte. Besonders sehenswert fand ich auch die Blasiuskapelle. Sie ist das einzige Gebäude, das vom königlichen Palast übrig blieb. Die Kapelle beeindruckt durch ihr schlichtes und dennoch elegantes Design und bei meinem Besuch hatte ich einen tollen Lichteinfall, bei dem sich teilweise in einem leuchtenden Grün die Sonnenstrahlen an den Wänden spiegelten. Sehenswert sind hier ebenfalls die Statue des heiligen Blasius und das Blasius-Altarbild. Die Blasiuskapelle ist ebenfalls eine sehr beliebte Sehenswürdigkeit der Altstadt. Nachdem ich den Burggarten ausführlich erkundet habe, ging es weiter in Richtung Marktplatz. Wie es üblich ist, bildet der Marktplatz in der Altstadt von Rothenburg ob der Tauber das Zentrum der Stadt. Er ist umgeben von einigen architektonischen Perlen, die ich dir später genauer erläutere. Weihnachtsfans, aufgepasst! In Rothenburg ob der Tauber ist quasi das ganze Jahr Weihnachten, weshalb Rothenburg ob der Tauber auch als Weihnachtshauptstadt Deutschlands gilt. Im Deutschen Weihnachtsmuseum, das ebenfalls in der Altstadt liegt, erfährst du alles über die Entstehung und Weiterentwicklung der weihnachtlichen Bräuche. Wie wurden früher in Deutschland Weihnachten gefeiert und gibt es regionale Unterschiede? Woher kommt die Tradition mit dem Christbaum und seit wann gibt es den Weihnachtsmann? All diese Fragen kannst du beim Besuch des Deutschen Weihnachtsmuseums beantworten. Ein Highlight ist auch der historische Weihnachtsbus, der vor dem Museum parkt. Sehenswert ist auch das Historiengewölbe, welches du über den Lichthof, der die beiden Gebäude des Rathauses verbindet, erreichst. Früher befanden sich hinter den verschlossenen Toren die Gewölbe der Händler, die hier ihre Waren anboten. Heute kannst du im Historiengewölbe zahlreiche Exponate aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges bestaunen. Das Rathaus ist sowohl ein beliebter Tummelplatz für Einheimische als auch der Treffpunkt für die Stadtführungen. Es besticht durch seine Renaissance-Fassade und der großen Schautreppe. Interessant ist auch, dass es ein Mix aus verschiedenen Architekturen ist. So sind ein halbgotischer Teil mit einer neueren Renaissance-Fassade kombiniert und stechen aus der sonst vorherrschenden Fachwerkromantik stark hervor. Über dem Marktplatz befindet sich hier ebenfalls die imposante Ratstrinkstube. Du hast auch die Möglichkeit, die 220 Stufen auf den Rathausturm hinaufzusteigen und die Altstadt von Rothenburg ob der Tauber von oben zu betrachten. Von hier hast du einen fantastischen Ausblick über die romantische Fachwerkstadt und das Taubertal. Am Marktplatz findest du ebenfalls den 1608 im Stil der Spätrenaissance erneuerten Georgsbrunnen. Er ist der größte Brunnen Rothenburgs mit einer Tiefe von 8 Metern und einem Fassungsvermögen von ca. 100.000 Litern. Er hat eine mit Wappen geschmückte Säule, welche die Gestalt des Drachentöters krönt. Direkt daneben findest du die wunderschönen Fachwerkhäuser des einstigen Fleisch- und Tanzhaus und die Marienapotheke. Im Fleisch- und Tanzhaus kannst du die Ausstellungen des Rothenburger Künstlerbundes bestaunen. Vor der Jakobskirche findest du eine Miniaturansicht der Altstadt von Rothenburg ob der Tauber.
Wenn ich den Jakobsweg von zu Hause bis Santiago de Compostela laufen würde, würde meine Pilgerreise durch Rothenburg ob der Tauber führen. Ich würde über Würzburg nach Rothenburg und dann weiter nach Speyer gehen. Und aus diesem Grund musste ich natürlich auch unbedingt die Jakobskirche in der Altstadt von Rothenburg ob der Tauber besuchen. Es würde mich schon sehr reizen, die rund 3000 Kilometer komplett zu Fuß zu gehen. Aber ich glaube, dies liegt leider nicht so ganz in meinem Budget. Bei der Stadtpfarrkirche St. Jakob handelt es sich um eine evangelisch-lutherische Kirche und sie wurde zwischen 1311 und 1485 erbaut. Besonders sehenswert ist der berühmte Heiligblutaltar von Tilman Riemenschneider und der Zwölfbrotenaltar von Friedrich Herlin. Des Weiteren findest du hier Bildlegenden von Jakobspilgern. Es ist eine wirklich sehenswerte Kirche, für die du jedoch einen Eintrittspreis von 3,50 Euro zahlen musst. Für mich als Jakobsweg-Fan war der Besuch der Jakobskirche in der Altstadt von Rothenburg ob der Tauber jedoch ein Muss. Übrigens findest du in meinem YouTube-Kanal auch Videos zur Planung vom Jakobsweg. Ich verlinke dir hier meine Playlist mit den bereits veröffentlichten Videos. Und wenn du meine zukünftigen Videos zur Planung vom Jakobsweg nicht verpassen willst, abonniere meinen Kanal. In Rothenburg ob der Tauber macht es Spaß, sich einfach treiben zu lassen, durch die mittelalterlichen Gassen zu schlendern und einfach zu schauen, welche tollen Gebäude und Gassen man so entdeckt. Mir wurde ebenfalls die Gegend um die Kneippanlage empfohlen und so habe ich diese als nächstes angesteuert. Wenn du den warmen Temperaturen im Sommer oder den Trubel der vielen Touristen ein bisschen entfliehen willst, kann ich dir einen Besuch der Kneippanlage und des Barfußpfads wirklich empfehlen. Hier kannst du deine Füße vom vielen Laufen ein bisschen entspannen und auch für Familien mit Kindern ist es eine tolle Attraktion. Umgeben von Grün und mit toller Aussicht lädt dieser Ort zum Entspannen und Verweilen ein. Zum Kneipen war es jetzt im Herbst jedoch schon leider zu kalt und beim Barfußpfad wurde ein Grasabschnitt neu angesät und entsprechend abgesperrt. Wenn du die Stadt jedoch im Sommer besuchst, ist es bestimmt lohnenswert, hierhin einen Abstecher zu machen, um den Trubel der Stadt ein bisschen zu entfliehen. Nach dem Besuch der Kneippanlage bin ich zurück zum Blönlein gelaufen, um den Turmweg entlang der Stadtmauer fortzusetzen. Diesmal habe ich mich am Blönlein rechts gehalten und den Weg Richtung Koboldseller Turm eingeschlagen. Als ich dann wieder auf der Stadtmauer war, bin ich in eine Sackgasse geraten. Hier führte der Weg auf der Stadtmauer nämlich nicht fort. Also musste ich mir einen alternativen Weg in Richtung Stöberleinsturm und Stöberleinsbühne suchen. Die Stöberleinsbühne ist eine Freilichtbühne, die direkt an der historischen Stadtmauer um die Altstadt von Rothenburg ob der Tauber liegt. Obwohl ich von dem Weg entlang der Stadtmauer bereits berichtet habe, möchte ich diese Sehenswürdigkeit nochmal extra erwähnen, da sie mir so gut gefallen hat. Sie liegt malerisch im Rothenburger Spitalhof und direkt am gleichnamigen Stöberleinsturm. Auch die alten Gebäude vom Spitalhof sind wirklich sehenswert und deswegen solltest du hier unbedingt einmal bei deinem Rundgang durch die Altstadt vorbeischauen. Nach der Stöberleinsbühne bin ich weiter durch den Spitalhof geschlendert und habe meinen Weg entlang der Stadtmauer in Richtung zum Parkplatz fortgesetzt. Mein Fazit zu den Sehenswürdigkeiten in der Altstadt von Rothenburg ob der Tauber.
Diese fränkische Stadt ist eine echte Perle und ich kann gut verstehen, warum die Altstadt von Rothenburg ob der Tauber auch im Ausland so beliebt ist. Die mittelalterlichen Gassen und die vielen Museen bieten ein sehr abwechslungsreiches Programm und sind absolut sehenswert. Mir wurde auch die Nachtwächterführung empfohlen, da diese so toll sein soll. Da ich nur einen Tagesausflug nach Rothenburg gemacht habe, konnte ich jedoch leider nicht daran teilnehmen. Solltest du über Nacht in Rothenburg bleiben, solltest du diese Führung auf jeden Fall mit einplanen. Ich hoffe, mein Video über die Sehenswürdigkeiten von Rothenburg ob der Tauber hat dir gefallen und ich freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, einen Kommentar hinterlässt und meinen Kanal abonnierst. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!